Ja, du interessierst dich für DCC. Das, wie gesagt, ein sehr dickes Buch, aber die Regeln sind wirklich sehr simpel. Es ist ein sehr klassisches Rollenspiel. Wenn du früher mal so die alten, ganz alten D&D-Geschichten in Händen hattest, wirst du das von der Grundstimmung relativ schnell wiedererkennen. Es gibt aber immer noch so einen besonderen Kniff dabei. Und vielleicht um einmal kurz zu zeigen, warum das Buch so dick ist. Einer der Kniffe ist zum Beispiel die Magie. Da hängt es davon ab, wie gut du zauberst, was passieren kann. So kann es dir auch auf Stufe 1 schon passieren, dass du eigentlich nur den Gegner gegenüber schlafen legen willst und am Ende die halbe Grafschaft schläft. Und zum Beispiel auch die Würfel zeigen. Es ist ein normales, klassisches Rollenspiel, aber es gibt eben so ein paar Besonderheiten, wie eben ein W30 oder ein W16, W12. Und ich muss mal kurz gucken, ich glaube, hier haben wir einen fünfseitigen Würfel, obwohl noch skurriler ist der siebenseitige, ehrlich gesagt. Da sind die Zahlen nämlich am Rand. Und was das Ganze auch noch mal interessanter macht, du fängst auf Stufe 0 an. Mit vier Charakteren auf Stufe 0. Das sind die ganz normalen Bauern und Leute, Handwerker aus dem Dorf, die eben losgehen, um rauszufinden, was in der alten Ruine passiert. Es werden, ich sag mal, einige dabei draufgehen. Und wer es dann verdient, das Abenteuer, oder wer dann das Abenteuer überlebt, hat es verdient, auf Stufe 1 aufzusteigen und kriegt dabei dann die ganz normalen ja, Klassenfähigkeiten, wie ihr sie auch aus anderen Systemen kennt. Ja, das vielleicht so im Schnelldurchlauf. Hier ist ein Abenteuer schon drin, man kann also auch direkt loslegen. Und wenn du weitere Fragen zum System hast, haben wir ja unseren Podcast, da haben wir viel vorgestellt. Oder komm einfach auf der Con vorbei in den Discord-Channel und stell uns da Fragen oder hier bei YouTube in den Kommentaren.